So, willkommen zu Part 11 meines Let's Play Mass Effect 3. 11, ich schaue es mir nur mal eben auf. Das ist der vierte Take für heute. Wahrscheinlich auch erstmal für längere Zeit, dann sind das so die einzigen Takes, die ich machen werde. Und wir wollten weiterspielen mit dem Hauptquest. So, deshalb machen wir das doch auch. So soll es sein. Tatsächlich gibt es hier auch Treibstoff. Was auch nicht schlecht ist, weil ich mir hier keinen Treibstoff. Ach so, weil ich noch so viel Treibstoff habe, kann ich mir natürlich keinen neuen kaufen. Macht ja irgendwie Sinn. Was ich cool finde, die Turianer werden von den Reapern angegriffen und wir fliegen hier so rum, scannen und keine Reaper-Aktivität. Nicht eine einzige. Signal bestätigt. Na, gut. Hier dann schon. Erstmal auftanken, das ist auch gut. Dafür haben wir den Tank. Haben wir den Flug schon mal umsonst. Oh yes. Scannen. Natürlich scannen. Wo würde ich nicht scannen, wenn ich hier scannen kann? Jo. Noch was abgeschlossen. 100% der Aktivposten erreicht. ÜLG-Sprung Das ist doch schon mal erfolgreich. gut. Ich mag das einfach, wenn man 100% gescannt hat. Das wird jetzt schwieriger, weil ich glaube ja nicht, dass hier so viel ist. Ich habe etwas gefunden. Oh, das war gut. Guter Schnitt. Getankt haben wir. Jetzt wäre noch mal was zum Tanken. Da würde ich einfach mal das mal aufheben, oder? Zack. 79. Flottille der Turianer. Gut, gut. 66. Ach komm, fliege sowieso nicht mehr hin. Zack, kann nichts auftanken. Fertig, aus, vorbei. Hab ja schon 100, okay. Okay. Speichere ich hier mal. So, was macht man immer vor so wichtigen Sachen? Zack. So, mal gucken. Ich guck, prüfe mal eben, dass ich wirklich noch genug Platz habe für solche Spielereien. Na komm hier. Updaten. Was? Ja, okay. Vergiss es. Du hast noch Platz genug. Okay. Ach, falsche Richtung. So. Und los geht's. Die Kappe des Kugelschreibers. Ja, Jarvik hatte ja schon gesagt, dass er sich noch eine Runde ausruhen will. Deshalb halt nicht mit. Ich vermute mal, dafür gibt es keine Animierung. Also, so. Ihr wisst schon. Zack. 6. Aber ich habe ehrlich gesagt gerade keine Lust, dass mein Muskeln und sie werden lager.
Ich setze es ja doch nie ein, oder? Na gut. Egal. Ja, mach mal. Ah, du von mir aus auch. Ja. So. Okay. Gut, gut. Na gut, so sieht's aus. Oh nein, nein, das ist Palavin. Na dann. Wir haben dort einen Freund. Verdammte Gareth. Scheiße. Sie werden ausgelöscht. Das stärkste Militär der Galaxie und die Reaper äschern es einfach ein. Nein, die Turianer haben ja keine Shepard. Ja. Shepard, es tut mir so leid. Und mir erst. Commander, die LZ wird überrannt. James, öffnen Sie die Lupe. Oh nein, die Landezone. So, jetzt wollen wir auch mal gucken, was das gebracht hat, dass die Waffe geupgradet wurde. Wollte doch. Immer muss man es wieder einstellen, weiß ich auch nicht. Schon schlecht. Ja, man kann doch nicht hier rein. So. Und weg. Los, flieg weg. Ich dachte, der soll weg. Schnell rein, schnell raus. Oder nicht? Ich hab mal verpasst. Früher gab's die Möglichkeit hier. Soldat, wo finde ich Ihren kommandierenden Offizier? Gerade Ausflug um die Ecke, hinter der ersten Barrikade. In Teil 2 war es so, wenn man auf die Beine schoss, das war der Schwachpunkt bei denen. Also bei den Husks. Dann, ja, was weiß ich, dann konnten die halt nicht weiterlaufen. Wie halt so Zombies. Die kochen dann auch nicht weiter, der sondern. Der ist gewaltig. Hab auf der Erde größere gesehen. Und zwar ziemlich viele. Bei der Göttin. Ja, bei der auch, von mir aus. So. Nicht schießen, Verbündete! Ja, ich bitte darum. Mal hier einen Offizier finden. Nein, kein Bock, erstmal hier alle Erweiterungen finden. Ja. Nur das verlassen hier. Schieturm. Alles klar. Weiter. Zack. Hört gleich auf. Ich hätte zwar noch Platz, aber. Sie haben uns wieder Wintersachen geschickt. Ich weiß zwar nicht, was wir. Bla bla bla. Ihr könnt es euch ja selbst. Was haben wir noch? Panzerung.
Alles klar. Bringen Sie irgendwie den Kommunikationsturm zum Laufen. Sir! General? Commander Shepard, hörte schon, dass Sie kommen, hab's aber nicht geglaubt. General Corinthus. Ich hole Primarch Fedorian. Primarch Fedorian ist tot. Sein Shuttle wurde vor einer Stunde abgeschossen, als er versuchte, den Mond zu verlassen. Das verkompliziert die Sache. Wie schlimm, General? Wir haben in der letzten halben Stunde etwa 400 Männer verloren. Wir haben auf diesem Mond Lager als Vorposten aufgeschlagen, um dem Feind in die Flanke zu fallen. Eine einwandfreie Strategie, nur leider... Irrelevant. Ja, genau. Die pure Stärke der Reaper macht sie anscheinend immun gegen solche Taktiken. Der Primarch und seine Männer mussten das auf die harte Tour erfahren. Tut mir leid, ich habe gehört, er war ein guter Mann. Und ein Freund. Er hätte einen ausgezeichneten Diplomaten abgegeben. Wie geht es jetzt weiter? Die turianische Hierarchie hat ganz klare Regeln für die Nachfolge. Ja, General Corinthus? Bei derart schweren Verlusten kann ich nicht mit Sicherheit sagen, wer der nächste Primarch sein wird. Aber das Pelavin-Oberkommando weiß es bestimmt. Allerdings kann ich es im Moment nicht kontaktieren. Der Kommunikationsturm ist ausgefallen. Asks durchschwärmen das Gebiet. Wir kommen nicht nah genug ran, um ihn zu reparieren. Ist ja dann klar, wer es reparieren muss. Ne? Danke, Commander. Ich kümmere mich hier um alles Weitere. Gut, dann los. Ich sehe den Kommunikationsturm. Links von der Hauptbarrikade. Vor Pelavin. Na dann vorwärts! Dann wollen wir mal losgehen. Hast bei dem Turm haben es überwältigt. Viel Glück. Gut, machen wir es doch. Munition hat man schon genug. So. Wir können sie von diesem Steuerpult aus nicht reparieren. Liara? Versuchen Sie, den Turm zu reparieren.
Ich gehe rauf und sehe es mir an. Wenn sie verhindern könnten, dass mir Husks nachklettern, wäre ich ihnen sehr verbunden. Jo, aber sicher. Da kommt sie. Bereit, Jane? Auf jeden Fall. Machen wir sie fertig. Ich habe Informationen von dem Oberkommando. Kehren Sie bitte sofort zurück. Na gut. Wir sind unterwegs. Hier lang, ne? Level up. 17 Minuten. Naja, komm, ein bisschen können wir noch. Schon sagte, ist die Nachfolge eigentlich ganz einfach. Aber im Moment herrscht Chaos in der Hierarchie. Viele sind tot oder werden vermisst. Ich brauche irgendjemanden, der mir die turianischen Ressourcen zur Verfügung stellen kann. Ich arbeite daran, Shepard. Wir werden den Primarchen für Sie finden. Gareth! Yay! Vakarian, Sir. Ich habe Sie nicht eintreffen sehen. Rühren, General. Freut mich, Sie wiederzusehen. Ich dachte, Sie wären auf Palavin. Wenn wir diesen Mond verlieren, ist auch Palavin verloren. Ich bin so etwas wie unser größter Experte, was Reaper angeht, und deshalb als Berater tätig. James, das ist Garrus Vakarian. Er hat mir geholfen, die Kollektoren aufzuhalten. Ein guter Soldat. Lieutenant, schön, Sie zu sehen, Liara. Schön, dass Sie in einem Stück sind. General Corinthus hat mich informiert. Wir wissen, wen wir suchen. Das Palavin-Oberkommando sagt, dass der nächste Primarch General Adrian Victus ist. Victus? Den Namen hatte ich schon mal vorliegen. Kennen Sie ihn? Ich habe heute Morgen an seiner Seite gekämpft. Schon ewig bei Militär. Ergebnisorientiert, beliebt bei den Truppen. Beim Oberkommando weniger. Er hat den Ruf, vorgegebene Strategien sehr großzügig auszulegen. Das heißt? Sein Trupp hat während der Aufstände auf Tatris zur selben Zeit wie die turianischen Separatisten einen salarianischen Spionagering entdeckt. Statt den Ring zu neutralisieren, hat er sich zurückgezogen und wertvolle Befestigungsanlagen aufgegeben, die von Rebellen erobert wurden. Dann haben die Rebellen die Salarianer angegriffen und als beide Seiten sich gegenseitig fast aufgerieben hatten, rückte Victus vor und verlor keinen einzigen Mann. Eine mutige Strategie, aber unkonventionelles Verhalten bringt einen in der Hierarchie nicht nach oben. Primarch Victus, das dürfte interessant werden. Wird er der Aufgabe gerecht werden? Wir wissen beide, dass man mit konventioneller Strategie gegen die Reaper untergeht. Er könnte im Moment genau der Richtige sein und ich vertraue ihm. Okay, bringen wir ihn ins Shuttle und dann weg von hier. Commander! Shepard, bitte kommen! Kann das warten, Joker? Wir sind hier im Kriegsgebiet. Wir haben ein Problem auf der Normandy, Commander. Sieht aus, als wäre sie besessen. Schaltet Systeme ab, fährt Waffen hoch. Ich
Ich brauche die Normandy auf Abruf. Vielleicht müssen wir schnell weg. Soll ich zurück und mir die Sache mal ansehen? Gut. Garrus, Sie waren heute Morgen mit Victus zusammen? Ja, aber wir wurden getrennt. Er wollte eine gefährdete Flanke unterstützen. Er könnte überall da draußen sein. Wir versuchen gerade mit ihm Kontakt aufzunehmen. Heuschrecke nähert sich mit Ziel Flugfeld! General, sagen Sie Primarch Victus, wir treffen uns hier. Und bis dahin kümmern wir uns um das, was das Ding abgeworfen hat. Kommen Sie, Garrus? Ist das ein Witz? Bin direkt hinter Ihnen. Natürlich. James, sieh, dass der das so schwer hat. Die Atmosphäre ist lediglich etwas dünner als gewohnt, sonst nichts. Mir ist Adrenalin sowieso lieber als Sauerstoff. Bilde ich mir das nur ein oder sehen diese Reaper aus wie Turianer? Sie haben recht, die sehen so aus. Ich glaube, wir sind jetzt fertig. Na dann. Thank you.
Also unglücklich gefallen. Neues vom Primarchen? Ich kriege immer noch keinen stabilen Comlink. Okay, ich gehe zu Fuß. Shepard, Ende. Garrus, bringen Sie mich zur Victus Position. So, da wollen wir noch mal kurz gucken. Ich denke mal. Gleich reicht es dann auch für heute. So. Wie weit? Dürfte schnell gehen, wenn wir keinen Ärger kriegen. Eine Fregatte zerstört. Wie viel Mann Besatzung sind das? Oh mein Gott. Sehen Sie sich das an. Verdammter Mist. Die Jäger verursachen nicht mal eine Delle. Wow. Shepard, hier drüben. Verdammt! Sehen Sie sich Pelavin an. Das orangefarbene Inferno, das große. Dort wurde ich geboren. Das okay. Ist hart. Haben Sie noch Familie dort? Mein Vater. Eine Schwester. Wie schlimm ist es? 3 Millionen Tote am ersten Tag. 5 am zweiten. Wie hält sich Ihr Militär? Sehen Sie sich um. Machen Sie sich selbst eine Vorstellung. Sie liefern Ihnen einen guten Kampf. Noch. Aber wie lange dauert es, bis man zum Kämpfen keine Kraft mehr hat? Hätten Sie doch nur auf Ihre Warnungen vor den Reapern gehört. Wir hätten bereit sein können. Vielleicht. Schwer vorzustellen, wie man sich auf sowas vorbereiten soll. Und in New York wimmelt es von diesen ekligen Drecksdingern. Wir hätten die Erde nie verlassen sollen. Das wird übel, und zwar von vorne bis hinten. Ein Kampfabbrechen, das kotzt mich an. Aber Sie sind hier, um Victus zu bitten, dass er genau das tut. Er soll den Kampf verlassen und es sich in einem Konferenzraum gemütlich machen. Naja, dieses Gipfeltreffen ist unsere einzige Chance. Niemand von uns besiegt ihn lieber allein. So, und nochmal eine Aufnahme. Ich habe für heute genug. Gut, das war Part 11. Und damit geht's beim nächsten Mal mit Part 12 weiter. Bis dahin, lasst es euch gut gehen.